Hallo YouTube, EXS Live hier am Start. Ich bin der EXS Epic Möhre. Und ich der EXS Selection. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay Black Ops 2 von EXS Selection. Das ist ein 82.8 auf der Map Raid. Ja, eure Fragen werden jetzt beantwortet, die ihr uns im letzten Video gestellt habt, in den Kommentaren. Ja, wir starten gleich mal los. Ich fange nochmal an mit der ersten Frage. Die erste Frage ist, was ist euer Lieblingsspiel? Also mein Lieblingsspiel ist bisher Far Cry, also Far Cry 3 habe ich echt übelst gesuchtet. Ich freue mich auch schon übelst auf Far Cry 4 und das wird auch extrem gesuchtet. Ja, mein Spiel ist Metal Gear Solid, also das hat mich richtig in den Bann gezogen damals. Habe ich sehr, sehr lang gezockt, schon Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr, also durchgehend. Ja, die zweite Frage, welches COD ist euer Liebstes? Ja, mein COD ist ganz klar MW2. Das war nicht mein erstes COD, aber mein erstes COD, das mich richtig in den Bann gezogen hat. Und das habe ich nur noch gesuchtet. Ja. Ja. Also bei mir ist es auch COD MW2. Also jedenfalls das alte, weil jetzt kann man es ja kaum noch spielen mit den ganzen Hackern und was weiß ich, was da alles abgeht. Aber das hat jedenfalls richtig, richtig Bock gemacht. So. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die ist, wie alt wir sind und woher wir kommen. Ja, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Niedersachsen in der Nähe von Braunschweig. Ja, ich komme auch aus Niedersachsen in der Nähe von Braunschweig, bin 26 Jahre alt. Ja, ja, das war's dann auch schon mit dieser Frage. Wie lange spielt ihr schon Ego-Shooter? Also, ich spiele schon Ego-Shooter schon etwas länger, also PlayStation 2 Zeiten, Medal of Honor, die Serie, und Timesplitters, also ist auch schon gut. Über ein Jahrzehnt, 13, 12 Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, bei mir ist es, also mein erstes Ego-Shooter-Spiel war sogar auch ein Call of Duty-Teil, nämlich World at War, aber noch auf der Wii. Also ich habe zuerst mit der Wii angefangen und bin dann rübergewechselt auf die Xbox und ja. So, die nächste Frage ist, ob wir Alkoholtrinker sind. Also die Frage kann ich eigentlich für uns beide beantworten. Also wir sind, wie gesagt, Gelegenheitstrinker, halt so mal am Wochenende, so mit Freunden und so, auf Feiern, Partys und so und ja. Die nächste Frage ist, was mögt ihr mehr, KFC oder McDonald's? Ja, ich persönlich war noch nie bei KFC, deswegen kann ich nur mit McDonald's antworten. Ja, bei mir ist es KFC. Also, das Ding ist halt nur, KFC ist halt nicht bei jedem so in der Nähe, deswegen ist es, dass man halt öfters zu Mc's geht. Aber wenn man mal bei KFC ist, dann ist KFC deutlich besser als Mc's. Wie kamt ihr auf YouTube und was sind eure Ziele? Ja, wir haben mal ein paar Gameplays hochgeladen und mal geguckt, wie es bei euch ankommt. Und unser Ziel ist es, an erster Stelle erstmal euch zu unterhalten und ja, schauen, wie die Videos bei euch ankommen. Und wollen nicht irgendwelche Rekorde brechen, das haben schon andere große YouTuber getan, da können wir auch nicht viel reißen. Aber wir werden halt unser Bestes versuchen und mal schauen, wie weit wir kommen. Und wenn es klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir werden halt alles versuchen und später können wir dann wenigstens sagen, wir haben alles versucht. Genau. So, jetzt habe ich noch ein bisschen was zu Commander Krieger, weil der wurde ja auch viel in den Kommentaren erwähnt. So, ja, Commander Krieger hat euch ja nur 10 oder 11 Abos gebracht. Aber ohne Commander Krieger wäre Elotrix oder Montana Black wären die gar nicht auf uns aufmerksam geworden. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Also, ohne ihn, da wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Woher kennt ihr euch oder kennt ihr euch überhaupt? Ja, wir kennen uns von der Schule, ist schon ein paar Jahre her. Und ja, das war's dann schon mit dieser Frage. Ja, dann komme ich zur nächsten Frage, die ist, wie ich auf die DNA-Bombe klarkam, also wie meine Reaktion dazu war. Also, wir gingen eigentlich beide ziemlich gut ab in der Runde. Zuerst war es so, dass Epic ein bisschen besser abging, er hatte brutale Medaille gehabt und so. Und ich war halt auch so gut dabei, nur er wurde dann gesucht und ist dann leider gestorben. Ja, ich hatte dann meine Nuklearmedaille, also in Deutsch heißt es sehr böse, das ist totaler Scheiß ist. Und habe dann so gemerkt, ey, es ist noch ein bisschen Zeit und ich könnte es vielleicht packen. Dann hatte ich so gesagt, ja, ey, ich könnte es packen und so. Und dann wurde es von der Zeit immer knapper und knapper, bin dann halt reingerusht und habe dann irgendwie noch die DNA 10 Sekunden vor Schluss geschafft und mich dann halt mega gefreut und komplett ausgerastet sind wir beide und ja. Ja, wie habt ihr das mitbekommen? Und die Reaktion, als Elotrix und Montana Black euch so sehr gepusht haben. Ja, also ich wollte eigentlich pennen gehen und habe dann nochmal YouTube angeschaltet und habe dann gelesen, dass wir 2000 Abonnenten haben. Und
ich wollte nur wissen, was da los ist, und habe dann in den Kommentaren gelesen, dass es von Elotrix und Montana waren. Und habe den Livestream gleich eingeschaltet, meinen PS4 gleich mit eingeschaltet, war da in der Party, und dann kamen wir eigentlich gar nicht klar, kamen wir in eine Party und haben einfach uns gegenseitig nur angeschrien. Komplett und, was ist denn hier los? Und komplett was geht durchgedreht. Hast du das gesehen? Was ist denn da los? Und wir wussten gar nicht, was wir sagen sollen, haben einfach nur geschrien, sag ich mal. Und Also bei mir war es so, ich war mit noch ein paar Kollegen im TS und habe dann so aus Langeweile ein bisschen so die Livestreams durchgeschaltet und war da und bin dann bei Elotrix gelandet. Und dann sehe ich so in dem Chat, wie die ganze Zeit unser YouTube-Channel durchgespammt wird. Bin dann auf unseren YouTube-Channel gegangen und habe gesehen, über 2000 Abonnenten. Und bin dann schon mega durchgedreht, habe meinen SCUF-Controller weggeschmissen, bin dann in die Party reingegangen und ja, wir sind dann, wie gesagt, komplett durchgedreht. Ja, also dafür nochmal sehr viel Dank an euch. Und natürlich an Elotrix, Montana und natürlich nicht zu vergessen Commander Krieger. Ja, wir sind irgendwie nur dabei, uns bei jedem Video zu bedanken. Ja, das können wir immer und immer wieder nur wiederholen. Wir sind extrem dankbar. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Es war jetzt, sagen wir mal, so 6-7 Minuten so ein Commentary-Video einfach mal, eure Fragen zu beantworten. Ja. Als nächstes haben wir so geplant, vielleicht so ein kleines Duell gegeneinander, Selection gegen Epic. Ja, ich kann das euch auch noch so ein bisschen erklären. Also wir haben uns gedacht, wir machen entweder ein 1-Stunden-Nuke-Duell oder ein 1-Stunden-Moab-Duell. Und das stellen wir euch halt frei, dass ihr halt entscheiden könnt, was wir machen sollen. Also postet einfach in die Kommentare, yo, ich will Nuke-Duell sehen oder Moab-Duell. Und je nachdem, was halt mehr ist, das werden wir dann machen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, und falls ihr neu auf dem Channel seid, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Ja, wir haben jetzt auch seit ein paar Tagen eine Facebook-Seite, auf der wir auch regelmäßig unsere Videos posten und auch ab und zu ein bisschen was anderes posten, und wir würden uns auch freuen, wenn ihr auch da mal ein Like da seid. So, ja, das wäre es jetzt eigentlich von unserer Seite aus. Wir lassen im Hintergrund jetzt noch ein bisschen das Gameplay weiterlaufen mit ein bisschen chilliger Musik, und ja, könnt ihr euch ja natürlich geben. Ja, haut rein, habt einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.